Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Vollmond-Orakel. Meine Lieben, wir werden am 27. November einen Vollmond in den Zwillingen haben. Ich habe in der astrologischen Vorschau schon ausführlich darüber gesprochen, was diese Energie mit sich bringt. Schau da mal rein, ich werde dir das Video am Ende verlinken. Oder du kannst auch in den Playlists unter Astrologie-Vorschau schauen. Wollen wir jetzt mal schauen, was das Tarot dazu zu sagen hat, zu diesem Vollmond, der kommende Vollmond. Was geschieht denn da? Worum geht's denn da? So, dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier zeigt. Ich lege das Geheimnis der Hohepriesterin. So, dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier über das Tarot zeigt zu dieser Energie. Machen wir hier mal Platz. So, sorry meine Lieben, aber das muss hier alles seine Ordnung haben. Und das muss auch alles im Bild sein. Ihr wollt ja die schönen Karten sehen. So, was haben wir hier? Die Königin der Kelche. Oh, okay. Die Königin der Kelche. Hier könnte es um eine Person gehen, die dir am Herzen liegt. Beziehungsweise es könnte hier um deine Gefühlswelt gehen. Ne? Kommt aufs Gleiche hinaus. Eventuell. Wenn es nicht um eine andere Person geht, dann geht es um deine Gefühle, du und dein Herz. Wie steht es um deine Gefühle? Oder es geht hier um die Königin der Kelche, eine herzensgute Freundin, eine Herzdame, wie auch immer. Also jemand, der dir am Herzen liegt, beziehungsweise deine Herzensangelegenheiten spielen hier eine Rolle zu diesem Vollmond. Und wir haben hier den Ritter der Münzen, der reinkommt. Und ich habe das Gefühl, dass Stabilität, Sicherheit und Geduld eine Rolle spielen. Vielleicht, dass man hier zu mehr Stabilität und Sicherheit kommt oder dass Stabilität und Sicherheit ist die Frage, ob man das zu diesem Vollmond bekommt, weil die Energien astrologisch gesehen eher... Ja, das ist halt die Frage, ja? Ob es dann letztendlich zu dieser Energie kommt. Aber wir schauen mal weiter. Ich bin jetzt erstmal noch skeptisch, weil ich weiß, was der Vollmond astrologisch so in der Hinterhand hat. Ritter der Münzen, wie gesagt, Stabilität, Sicherheit spielt eine Rolle. Schauen wir auf das Thema. Die drei der Schwerter, ich habe es doch gesagt. Irgendwas ist hier noch, irgendwas passt hier noch nicht so richtig. ich habe es doch gesagt, die drei der Schwerter. Drei der Schwerter, Enttäuschungen, irgendetwas, was nicht so läuft wie gedacht, und das passt super gut hier rein. Wie gesagt, schaut euch das Video an, da habe ich es ausführlich erklärt. Dieser Vollmond hat ein bisschen was von Täuschungen, ja, dass wir etwas nicht richtig verstehen, dass es zu Missverständnissen kommt. Es hat so ein bisschen was von Fehlinformationen. Irgendwas kommt anders als gedacht. Es kann genauso gut sein, eine Vorstellung, die du hast von etwas oder etwas, was kommuniziert worden ist. Und die Informationen kommen anders an. Du hast dir ein anderes Bild von einer Sache gemacht. Drei der Schwerter, davor braucht man auch keine Angst zu haben. Die Drei der Schwerter ist letztendlich das Ende der Täuschung. Das heißt, der Vorhang fällt auch. Ja, du siehst dann, ah, okay, so ist es in echt oder so sieht das Ganze aus. Und das könnte hier mit deinen Gefühlen zusammenhängen. Also vielleicht eine Gefühlsangelegenheit, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es hier um Stabilität und Sicherheit geht. Also vielleicht auch um Langfristigkeit oder dass etwas auch hier endlich abgesichert wird, dass etwas hier ja, sicherer werden kann, stabiler werden kann. Sowas in diese Richtung. Aber wir schauen mal weiter. Was nimmt denn hier zu? Das ist der Page der Münzen. Ja, das passt ja schon mal generell ganz gut zu dieser Münzenergie, die wir hier vom Ritter der Münzen haben.
Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass du zu diesem Vollmond ein Angebot bekommst und dass sich sehr viel um dieses Angebot drehen wird. Das kann ein Angebot auf geschäftlicher Ebene sein, das kann mit finanziellen Sachen zusammenhängen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass jemand dir ein konkretes Angebot macht, was weiß ich, zu einem Treffen, irgendetwas Konkretes, ja, was hier eine Rolle spielt. Schauen wir mal, was weniger wird. Die 10 der Münzen. Was ist denn das hier für eine komische Energie? Das passt ja zu diesem verwirrenden, komischen Vollmond. 10 der Münzen wird weniger, Page der Münzen nimmt zu. Ritter der Münzen kommt hier rein oder dazwischen als Energie. In der Mitte haben wir die 3 der Schwerter. Okay, ich kriege jetzt mehrere Informationen. Eine Information, die ich bekomme, ist, dass es hier um Angelegenheiten gehen kann, die Finanzen und den Beruf betreffen. Vielleicht kommt es hier zu einer Enttäuschung, aber ich habe das Gefühl, dass es gleichzeitig auch ein Angebot kommt. Vielleicht ist das Angebot nicht das, was man erwartet hat, oder das, was einem geboten wird, ist nicht ganz das, was man sich erhofft hat. Oder wo man dachte, okay, es wurde vorher so kommuniziert und jetzt sieht es doch ein bisschen anders aus. So fühlt sich das für mich an. Das heißt, es könnte um finanzielle Angelegenheiten gehen. Dir wurde vielleicht eine bestimmte Summe zugesagt oder es geht hier um eine bestimmte Summe und dann ist es doch nicht das oder ist es nicht ganz das. Aber trotzdem ist hier etwas. Also ich habe das Gefühl, du gehst trotzdem nicht leer aus. Ja, es ist aber nicht komplett das, wie du gedacht hast. Auf der anderen Seite kann es hier um äußere Angelegenheiten gehen. Münzenergie ist ja alles, was ich anfassen kann. Die Materie, das sind zum Beispiel auch Gegenstände oder das ist eine äußere Erscheinung von etwas. Es könnte auch sein, dass etwas äußerlich gesehen, äußerlich betrachtet, nicht so ist wie erhofft oder gedacht. Das klingt jetzt komisch. Es könnte zum Beispiel sein, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, du hast was bestellt und vielleicht auch für viel Geld und dann sieht es jetzt nicht ganz so aus, wie du gedacht hast. Oder vielleicht bringt das auch nicht die ganze Funktion, wie du gedacht hast, aber trotzdem kannst du damit was anfangen. Versteht ihr, was ich meine? Und so kannst du das auf alles übertragen. Irgendetwas ist von außen nicht so, wie es scheint, aber trotzdem kannst du damit etwas anfangen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist diese Energie, die ich hier spüre. Ne? Irgendwie ist es nicht ganz so wie erhofft. Irgendwie ist es dann doch nicht so toll. Aber irgendwas ist da, wo man sagt, okay, irgendwie kann man das dann doch gebrauchen oder irgendwas kann ich doch damit anfangen oder nutzen. Schauen wir mal, was hier im Schatten liegt. Die 6 der Kelche, etwas Altes, eine Erinnerung. Vielleicht erinnert es dich diese ganze Situation an etwas Altes oder etwas Altes spielt eine Rolle, eine Erinnerung. Vielleicht wurde auch in der Vergangenheit etwas kommuniziert, versprochen oder man hat sich in der Vergangenheit ein Bild von etwas gemacht, eine Vorstellung von etwas gemacht und dann ist es nicht ganz so wie gedacht. Ja, also es hat was mit vergangenen Themen zu tun. Schauen wir jetzt mal, was hier im Licht liegt. Die 6 der Schwerter, okay, sehr gut. Du bist in einem Übergang, du hast Angst. Es könnte sein, dass dich das triggert, was hier geschieht, und du nun Angst hast, einen bestimmten Schritt zu gehen. Ich habe aber das Gefühl, dass du deine Ängste wirst überwinden müssen und dass du das auch tun wirst. Das fühlt sich so an, wie wenn, oh, okay, das ist nicht ganz das, wie ich es erhofft habe. Weitergehen. Ja, es geht jetzt darum, dass du weitergehst und dann hast du irgendwie Sorge oder Angst, diesen Schritt zu tun oder weiterzugehen, weißt aber, du musst es tun, weil da wartet was Besseres auf dich, weil
da gibt es irgendetwas, was du willst, was da dann auf dich wartet, wenn du diese Angst überwunden hast oder diese Unsicherheit überwunden hast, die Sorgen überwunden hast, dann wartet etwas auf dich. Also du bist in einem Übergang. Du bist gerade dabei, hier auch die Vergangenheit oder Altes, alte Vorstellungen, alte Traumata, alte Verletzungen, was auch immer dieses Alte hier ist, du lässt es hinter dir. Eine alte Vorstellung von etwas, was vielleicht auch nicht mehr passt. Du lässt das jetzt hinter dir. Du überwindest das. Und deine Emotionen sind auch stark in dieses Ganze involviert, obwohl wir hier so äußerliche Angelegenheiten haben. Bei den Münzen haben wir äußerliche Angelegenheiten. Das betrifft, wie gesagt, Job, Finanzen, Optik, Nutzen, Zweck. Solche Geschichten sind das hier. Ne? Werte, Gegenstände, Materialien, das ist so alles die Welt der Münzen. Die Welt der Materie und die Welt der Gefühle. Interessant. Schauen wir weiter. Wohin führt dich die Reise? Zwei der Münzen. Unsicherheit. Flexibilität aber auch. Vielleicht auch ein Vor und Zurück. Für mich erscheint das so ein bisschen, dass hier etwas nicht ganz das hält wie versprochen oder auch nicht so wie erwartet ist. Aber trotzdem kannst du etwas daraus ziehen. Also trotzdem hast du einen Nutzen, wenn auch nicht den vollen Jackpot, wie du es hier erwartet hast, weil das nicht das Füllhorn ist, was du hier erwartet hast. Das ist der Page der Münzen. Es ist aber trotzdem eine Münze. Versteht ihr? Vielleicht ist das auch nicht etwas für längerfristig oder vielleicht spielt hier auch die Zeit eine Rolle. Ja, ist vielleicht nicht für lange. Oder ist vielleicht nicht so stabil und sicher wie gedacht. Ne? Irgendeine Angelegenheit gestaltet sich doch nicht als sicherer Fall. Hier ist Flexibilität angesagt. Es kann aber auch ein Vor und Zurück sein. Vielleicht spielt Flexibilität demnächst eine größere Rolle für dich. Passt auch zur Zwillingsenergie, Vollmond im Zwilling. Flexibel sein, sich der Situation anpassen. Das Beste daraus machen, so habe ich das Gefühl. Es ist nicht so wie gedacht, aber mach das Beste daraus oder zieh Nutzen daraus, so dass es zu deinem Vorteil ist tatsächlich auch. So fühlt sich diese Situation für mich an. Ne? Also es wird so ein bisschen darum gehen, sich an die Situation anzupassen und einfach zu sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht genau dieser Weg wie gedacht, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg, aber trotzdem kann ich hier was draus ziehen oder ich kann was damit machen. Wohin führt dich die Reise, hatten wir schon, das ist das Geheimnis des Ganzen. Der König der Stäbe, huhuhu. Meine Lieben, der heiße König der Stäbe hier, da kann man, also ich habe so das Gefühl, da kann man sich verbrennen. Vielleicht geht es hier um zwischenmenschliche Angelegenheiten, vielleicht geht es hier um eine Person. Dadurch, dass er das Geheimnis ist, ist er vielleicht auch noch nicht so deutlich oder noch nicht so richtig zu sehen, wer das ist. Vielleicht eine bestimmte Person, die du noch nicht siehst oder wo du noch nicht weißt, was diese Person letztendlich bringt oder wofür diese Person da ist. Vielleicht ist diese ganze Angelegenheit, die wir hier sehen, etwas im zwischenmenschlichen Bereich, aber vielleicht ist es auch eine Person, die in dem ganzen Szenario irgendwie involviert ist. Und ich würde jetzt gerne eine Orakelkarte hinzuziehen, damit wir das Ganze mal hier so ein bisschen auf den Punkt bringen oder so ein bisschen deutlicher auch haben. So, worum geht's denn hier? Ja, zack, hier haben wir es schon. She is 1000 flowers. Okay, schauen wir mal, was diese Bedeutung ist. Ich weiß, hier geht es um Fülle bei dieser Karte. Hier gibt es aber auch noch ein paar hilfreiche Stichpunkte. Was haben wir denn hier? Oh, eine lichtvolle, schöne Zeit voller Liebe, Fülle und Fröhlichkeit erwartet dich, wo es darum geht, dass Träume wahr werden, wo du Liebe und Unterstützung bekommst und wo du all das bekommst, was die Götter dir versprochen haben. Hier geht es aber auch um
die Geschenke, die man hat, also Talente, Fähigkeiten, das passt auch gut zur Münzenergie, ne? Aus etwas einen Nutzen ziehen. Mach dir keinen Stress und sorge dich nicht. Eine Zeit der Wunder erwartet dich und sie wird schon bald kommen. Und all das wird eine tiefere Bedeutung haben. Deine Zeit in der Sonne kommt. Okay, es ist ein Übergang. Also dieser Vollmond ist ein Übergang. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt kurz davor, vielleicht jetzt wirklich im Dezember, vielleicht jetzt Richtung Jahreswechsel, Januar, Anfang des Jahres. Du bist jetzt gerade in einem Übergang, wo dich eine Zeit der Fülle und der Fröhlichkeit erwartet, also wo die Sonne wirklich auch scheint, ja, wo du wirklich tolle Erfahrungen machst und Gutes auf dich wartet. Aber hier gibt es noch irgendeine Enttäuschung. Aber das ist auch gut so, weil du dir vielleicht was vorgemacht hast oder weil du etwas nicht so gesehen hast, wie es wirklich ist. Also hier geht es darum, etwas wirklich so zu sehen, wie es ist. Münzenergie, Realismus, Bodenständigkeit, Schwerterenergie hier, ne? Also auch wirklich die Wahrheit, ne? Etwas erkennen. Wir haben hier auch ein bisschen das Gefühl, wir haben hier auch jemanden, der sehr feurig ist. Es könnte hier zwischenmenschlicher Natur sein, aber ich habe auch das Gefühl, dass alles andere so beruflich gesehen, projekttechnisch gesehen hier auch irgendwie eine Rolle spielt. Aber dieser Vollmond wird ein Prozess für dich sein, wo du erkennst, hey, das ist nicht ganz das, was ich gedacht oder erwartet habe, aber trotzdem bringt es dich weiter. Du wirst dich anpassen an die Situation und du wirst sagen, okay, das ist in Ordnung, ist halt jetzt so gelaufen, aber ich kann trotzdem noch was daraus ziehen und ich gehe jetzt weiter. Ich passe mich hier flexibel an die Situation an und vielleicht wartet da ein Mensch auf dich. Das kann sein. Ja, das ist möglich. Vielleicht geht es hier aber auch darum, dass du in deine Kraft und in deine Macht kommst, durch diese Enttäuschung daraus lernst und merkst, okay, alles klar, ist in Ordnung, das bricht mir jetzt keinen Zacken aus der Krone. Ja, so das ist das Gefühl, was ich da habe. Es ist kein Weltuntergang. Ja, also es fühlt sich hier absolut nicht nach Weltuntergang an, sondern es fühlt sich eher so an für mich, wie wenn da so eine Sache halt irgendwie nicht passt. Aber du passt dich dann dadurch an die Situation an und dadurch kommst du dann auch weiter. Ja, also die Enttäuschung bringt dich auf den richtigen Weg. Das ist das, was ich hier sehe. Meine Lieben, das war es auch schon. Das war das Vollmond-Orakel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Falls ihr euch für eine Jahresprognose 2024 interessiert, dann empfehle ich euch die Astrologie-Zukunftsprognose. Die könnt ihr auf meiner Homepage buchen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.